Futter und Lebensmitteln ist von der Kommission auf den Weg gebracht worden. Und auch wir haben uns als NAT-Kommission damit beschäftigt. Und ich muss sagen, dass wir prinzipiell der Frage, dass den regionalen bzw. den Mitgliedstaaten mehr Rechte eingeräumt werden sollen bei der Frage der Zulassung, dass wir das prinzipiell in Ordnung finden. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt worden ist, entspricht nicht dem, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da sind wir als ADR nicht alleine, sondern auch das Europäische Parlament sieht das relativ ähnlich. Und heute gab es gestern und heute ja auch dazu im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments eine ähnlich ablehnende Stellungnahme. Entscheidend ist, dass die Frage, wie die einzelnen Staaten damit umgehen, dazu führen wird, wenn die Möglichkeit gegeben wird, das Verfahren so anzuwenden, wie es angedacht ist, dass beim Opt-out der jeweiligen Staaten es dazu führen kann, dass wir neue Kontrollsysteme, neue Grenzen, neue Überwachungsbereiche in der Europäischen Union brauchen, wo wir eigentlich auf dem gegenteiligen Weg sind und den ich auch für richtig halte. Und von daher ist diese Art und Weise eine schwierige. Es wäre einfacher gewesen, und ein Verfahren habe ich vorgeschlagen, auch mit der Kommission diskutiert, es wäre einfacher gewesen, wenn wir im Moment in dieser schwierigen Situation sind, dass bei der Frage der Zulassung es nie eine qualifizierte Mehrheit dafür gibt, aber auch nie eine qualifizierte Mehrheit dagegen gibt, und am Ende immer nur die EFSA entscheidet, die Frage des politischen Gestaltungswillens und der Gestaltung der Politik damit ad absurdum geführt wird. Und aus diesem Grunde bin ich der festen Überzeugung, hätte es ein Verfahrensvorschlag sein können, dass, wenn es keine qualifizierte Mehrheit gibt, dann müssen sich nämlich auch mal die Länder entscheiden, die einzelnen Mitgliedstaaten, dann wird es nicht zugelassen. Und deswegen wäre das eine Vereinfachung gewesen und jeder hätte gewusst, auf was er sich einlässt. Aber das Verfahren, so wie es jetzt von der Kommission vorgeschlagen worden ist, halte ich für eher schwierig, weil es dazu führt, dass vielleicht bestimmte Staaten das Opt-out nutzen, andere nicht, wir keine Einheitlichkeit in Europa haben und dann in die Schwierigkeit bekommen wir gerade bei Futtermitteln, wenn man weiß, dass sie durch mehrere europäische Staaten gehen, bevor sie an den Endverbraucher, an den Landwirt oder an die Tiere gehen, und man weiß, wie schwierig das ist, dies zu verfolgen, würde dies zu neuen Kontrollen führen und neue Grenzen aufbauen in einem Single Market, der eigentlich ohne Grenzen auskommen sollte. Und aus diesem Grund finde ich den Vorschlag der Kommission für nicht akzeptabel, habe dies auch in der Stellungnahme so deutlich gemacht. Auch der Ausschuss NAT ist dem gefolgt und ich würde mich freuen, wenn jetzt auch die Plenary hier dem zustimmen würde, meiner Berichterstattung. Ich darf mich herzlich bedanken bei allen, mit denen ich gesprochen habe, bei den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, bei der Kommission, aber auch bei den Menschen, die mir sonst Hinweise gegeben haben. Ich darf mich herzlich bedanken beim Umweltministerium, das mich dabei unterstützt hat. Und ich hoffe, dass wir eine gute Stellungnahme hier erarbeitet haben. Die Anzahl der Änderungsanträge ist relativ überschaubar. Von daher, glaube ich, werde ich nicht so lange hier oben sitzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.